Ja, ganz herzlich willkommen hier an der TIB Hannover. Mein Name ist Lambert Heller und ich begrüße Sie ganz herzlich zu der inzwischen so und so vielten und diesmal vielleicht mal wieder besonders spannenden Open Video Lecture Co-Science. Das Thema heute ist, Sie haben es ja in der Ankündigung wahrscheinlich schon gesehen, akademisches Identitätsmanagement und soziale Netzwerke für Forscher. Und wir haben dafür natürlich, wie immer, eine Reihe von sehr kompetenten Leuten hier, die Ihnen dazu etwas sagen werden. Die Sendung geht wie immer eine Stunde lang und am Schluss, in der letzten ungefähr Viertelstunde, wird es noch eine Diskussionsrunde geben, in der Sie auch Ihre Fragen stellen können. Und in dem Sinne appelliere ich jetzt schon mal, benutzen Sie einfach die Chat-Funktion, ja, schreiben Sie ein rein, was Ihnen dazu durch den Kopf geht, was für Fragen Sie haben und so weiter, damit wir nachher schön was zu diskutieren haben. Und ja, in diesem Sinne möchte ich jetzt ganz kurz vorstellen, wen wir heute hier haben. Zum einen, zu meiner Linken, haben wir Professor Isabella Peters von ZBW Kiel. Das ist das Leibniz Informationszentrum Wirtschaftswissenschaften, die gleich anfangen wird. Und ich glaube, hier unten im Bild, wenn ich das richtig sehe, sehen Sie die Kolleginnen, die aus der Ferne zugeschaltet sind, aus der Bibliothek der TU München. Das sind Caroline Leis und Tina Hohmann, die die Teile zum akademischen Identitätsmanagement im Anschluss machen werden. Und nachdem wir diese drei Vorträge gehört haben, oder diese zwei Vorträge gehört haben, geht es dann nach einer kurzen Pause weiter mit dem Diskussionsteil. Und ich wünsche Ihnen und uns allen jetzt schon viel Spaß und interessante Informationen. Und ich übergebe das Wort an Isabella, bitte. Ja, vielen Dank. Dann legen wir mal los. Wo ich auch eine Bitte an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, richten möchte. Vielleicht könnten Sie kurz im Chat mal reinschreiben und Bescheid sagen, mit was für einem fachlichen Hintergrund Sie eigentlich hier teilnehmen möchten und welche besonderen Anforderungen Sie an dieses Webinar haben. Genau, also wenn Sie das nochmal bitte im Chat machen könnten, dann könnten wir später bei den Fragen noch ein bisschen besser auf Sie und Ihre Bedürfnisse eingehen. Das wäre super. So, dann geht's los. Soziale Netzwerke für Forschende gucken wir uns jetzt genau an. Natürlich sind soziale Netzwerke erstmal ganz allgemein ziemlich bekannt und häufig genutzt. Interessant ist, dass bei sozialen Netzwerken insbesondere der Netzwerkeffekt eine riesengroße Rolle spielt und der sorgt dafür, dass besonders viele Nutzer auch für diese sozialen Netzwerke angezogen werden. Ich habe Ihnen hier so zwei Karten mitgebracht, einmal die Nutzung von sozialen Netzwerken im Juni 2009 widerspiegelt. Das basiert alles auf dem alexa.com Web Traffic Ranking und auch noch eine Weltkarte für Juli 2014. Was Sie dort sehen, ist, dass es mal anscheinend eine ziemlich breite Landschaft an sozialen Netzwerken gab. Also Sie sehen da eine riesengroße Diversifizität in 2009. Und in 2014 sind plötzlich ganz viele soziale Netzwerke verschwunden. Das bedeutet, die Nutzer haben sich entschieden, sozusagen. Ja? Sie haben den Gewinner gekürt und haben auch festgestellt, dass zum Beispiel in Europa und natürlich in den amerikanischen, also Südamerika und Nordamerika, Facebook eine riesengroße Rolle spielt. Und natürlich, wenn wir jetzt darüber sprechen, was soziale Netzwerke für Forschende bereithalten, spielen auch diese normalen sozialen Netzwerke eine riesengroße Rolle. Ja? Also Wissenschaftler tummeln sich natürlich auch auf Facebook. Aber es wird auch, und darauf werde ich gleich ein bisschen doller oder stärker eingehen, nochmal darauf zu sprechen kommen, dass es auch soziale Netzwerke gibt, die sich ganz besonders an Akademiker richten und dort auch spezielle Funktionen bereithalten. Aber das gucken wir uns gleich an. Aber erstmal nur, um Ihnen zu zeigen, soziale Netzwerke gibt es überall auf der Welt. Es gibt Präferenzen, es gibt bestimmte Nutzergruppen, die sich auf bestimmten sozialen Netzwerken tummeln. Und als Sieger können wir im Prinzip vor allem auch Facebook feststellen. Soziale Netzwerke unterscheiden sich ein bisschen, aber letztlich haben die auch immer haben sie immer ähnliche Funktionen. Und zwar muss es als erstes natürlich immer mal eine Plattform geben. Da habe ich Ihnen so ein paar Logos mitgebracht, die kennen Sie wahrscheinlich. Diese Plattformen müssen dort sein. Es muss immer ein Nutzerprofil geben. Ja, jedes soziale Netzwerk hat ein Nutzerprofil, damit sich der Nutzer ein bisschen selbst darstellen kann. Es muss immer eine Relation zwischen Nutzenden vorhanden sein. Ja, also die
Die kann zweiseitig sein oder auch einseitig. Das ist dieser typische Unterschied zwischen Freunden oder Followern. Bei Twitter können Sie einem Nutzer folgen, ohne dass dieser Nutzer Ihnen auch folgen muss. Bei Facebook ist es aber zum Beispiel so, dass Sie auf jeden Fall so eine Freundesbeziehung eingehen und dass Sie nur mit jemandem befreundet sein können, wenn er Sie auch als Freund haben will. Also diese Beziehung oder eine Art dieser Beziehung muss aber auf jeden Fall da sein, um ein soziales Netzwerk zu einem sozialen Netzwerk zu machen. Das nächste, was auf jeden Fall da sein muss, ist, dass Nutzer selbst Inhalte erstellen können. Das können Textmitteilungen sein, das können Videos, Fotos, Events, Links sein. Alles Mögliche kann man auf dieser Plattform teilen und diese selbstgenerierten Inhalte sind immer mit dem Nutzer verbunden, weil sie wieder auf seinem Profil dargestellt werden. Auch das ist ganz wichtig. Das nächste, was man machen kann, sind natürlich solche privaten Nachrichten zu schicken. Das können Sie sowohl bei Twitter als auch bei Facebook. Also Sie können sich im Prinzip so ein bisschen aus der Öffentlichkeit rausziehen als Nutzer und private Nachrichten verschicken, die eben dann nicht in der Timeline von anderen Nutzern auftauchen und auch nicht auf Ihrem Profil auftauchen. Das nächste ist dann so eine Organisationsfunktion, die auch die meisten sozialen Netzwerke bieten, nämlich, dass Sie verschiedene Nutzer in Gruppen zum Beispiel organisieren können oder in Listen und dass Sie dann dort einen speziellen Bereich haben, wo Sie sich zum Beispiel thematisch austauschen können. Das haben alle sozialen Netzwerke gemeinsam. Was auch noch viele Netzwerke gemeinsam haben, ist, dass natürlich die sich irgendwie finanzieren müssen. Sie bezahlen die kostenlose Nutzung mit ihrer Aufmerksamkeit. Deswegen wird es auch häufig Werbung gehen. Und Sie sehen jetzt, wofür ich mich letztens interessiert habe bei Facebook. Also dann wird passgenau Werbung für Sie eingeblendet. Und das muss man eben dann ertragen als Nutzer von so einem sozialen Netzwerk. Und das kann aber auch bei Twitter, bei Facebook, bei Xing und so weiter passieren. Das sind alles typische Eigenschaften für soziale Netzwerke. Und wenn es jetzt darum geht, dass man soziale Netzwerke für Akademiker oder für Forschende bastelt, dann ist es so, dass man im Prinzip die gesamten Funktionen von einem sozialen Netzwerk nimmt und sie irgendwie mit einer Zusatzfunktion anreichert, die irgendwie einen Bezug zur Forschung, zur Lehre oder zu dem Beruf eines Forschers herstellt. Und das kann sowas sein wie eine Jobbörse zum Beispiel oder ein Literaturverwaltungssystem oder eine Literaturverwaltungsfunktion. Auch ein Open Review ist zum Beispiel denkbar. Also man mergt oder man kombiniert im Prinzip die sozialen Netzwerkfunktionalitäten, die Basics, die überall gleich sind und packt dann noch eine spezielle Funktion obendrauf, die im Prinzip den Mehrwert für Forschende bildet. Denn nur so, wenn es auch diesen Mehrwert gibt, kriegen Sie auch die Forschenden dazu, dieses Netzwerk zu benutzen. Was man dann auch sagen kann ist, und da habe ich Ihnen dieses kleine Comic mitgebracht, dass diese sozialen Netzwerke für Forschende im Prinzip dann also nicht nur dazu da sind, das Essen zu fotografieren und zu teilen, um mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben, sondern eben auch noch wirklich dort Forschung oder alltägliche Forschungsarbeiten auf diesem Netzwerk zu erledigen. Vorführen möchte ich Ihnen das alles mal an einem Beispiel, nämlich an Mendeley, was im Prinzip ein soziales Netzwerk ist für Forschende, was diese ganzen sozialen Netzwerkfunktionen mit der Literaturverwaltung kombiniert. Ja. Es gibt natürlich noch 1000 andere soziale Netzwerke für Forschende und ich werde Ihnen eine Liste auch noch vorstellen. Aber um mal ein bisschen einen Eindruck davon zu bekommen, was man in der Tat machen kann, was soziale Netzwerke für Forschende eigentlich sind, stelle ich Ihnen das einfach mal an Mendeley vor. Also wie Sie hier sehen, haben wir auch hier dieses Nutzerprofil von Tario Dario Borelli, einem Forscher. Er kann dort seine Publikationen bereitstellen, ein paar Informationen über sich geben, also dieses Typische, was Sie eben aus dem normalen Facebook zum Beispiel auch kennen. Sie können dort eine Freundesbeziehung eingehen mit anderen Nutzern von Mendeley, die dort auch wieder auf dem Profilbild sichtbar werden. Was besonders hilfreich wieder für Forschende ist, dass man auf dem Netzwerk eben seine Publikationen veröffentlichen kann und dazu auch gleichzeitig solche Artikelmetriken erhält auf der rechten Seite. Also man sieht, wie häufig wurde dieses Paper, was man da selbst hat, runtergeladen oder wie viele Leser hat das. Bei Mendeley geht es halt eben darum, dass ganz viele Nutzer ihre Literaturlisten, die sie so brauchen, mit der Literatur, die sie lesen, die sie zitieren, dort hochladen und um diese Literaturverwaltungsfunktion baut sich dann im Prinzip das soziale Netzwerk auf. Bei den Literatur
hinweisen, dann kriegt man noch eine Vielzahl an weiteren Informationen zur Verfügung gestellt. Und auch das sind wieder Funktionen, die natürlich den Forschenden einen Mehrwert bieten und im Prinzip die Forschenden auch wieder dazu verführen sollen, Mendeley zu nutzen im Gegensatz zu Facebook. Denn diese Funktion hat Facebook jetzt zum Beispiel nicht. Also man kann auch hier, wie man sieht, nach Publikationen suchen, zum Beispiel in verschiedenen Datenbanken. Man wird auf ähnliche Artikel hingewiesen. Man sieht, was sind typische Leser für diesen Artikel und für ähnliche Artikel. Und man kann sogar diese Artikel auch noch mit eigenen Schlagworten, sogenannten Tags, indexieren. All das, wie gesagt, sind Funktionen, die Otto-Normal-User bei Facebook im Prinzip nicht braucht. Für den Forschenden ist sowas aber natürlich unglaublich hilfreich und regt zur Nutzung an. Eine Frage, die vorab schon mal gestellt wurde im Chat, war, was es für Vorteile bietet, dass zum Beispiel Mendeley von Elsevier akquiriert wurde. So richtig sehen oder so richtig klar wird die Verbindung bei Mendeley noch nicht, muss ich mal so sagen. Was man machen kann, ist, dass man im Prinzip als Standardeinstellung bei Mendeley speichert. Ich habe zum Beispiel Zugänge zu einer bestimmten Bibliothek. Ich habe Ihnen das hier mal vorgemacht für die ZBW. Und dann wird automatisch, wenn Sie wieder eine Suche durchführen nach Literatur, dieser Zugang genutzt. Und es wird auch zum Beispiel in der Datenbank ICONIS von der ZBW gesucht. Also sowas könnten Sie machen. Sowas ist ganz speziell für Mendeley. Weiterhin gibt es bei Mendeley so einen Web-Importer, wo Sie im Prinzip so ein kleines Plugin im Browser haben und jedes Mal, wenn Sie auf den verschiedenen Datenbanken verschiedenster Verlage, muss ich sagen, suchen und dort Literatur finden, können Sie mit einem Klick die ganzen bibliografischen Angaben direkt in Ihre Mendeley-Bibliothek letztlich importieren. Und wie Sie sehen, finden Sie natürlich dort Science Direct und Scopus, was von Elsevier ist, aber Mendeley unterstützt auch viele weitere Verlage und Datenbanken, um bibliografische Informationen direkt in das Profil zu laden. Deswegen die Antwort auf die Frage, was für große Vorteile bietet es jetzt eigentlich, dass Mendeley von Elsevier akquiriert wurde. Auf Mendeleys Seite sehe ich bislang keine riesengroßen Vorteile, auf den Seiten von Science Direct und Scopus aber natürlich, denn diese Artikelinformationen zur Leserschaft, diese Artikelmetriken können natürlich direkt von Mendeley zu Science Direct und Scopus exportiert werden. Und wenn Sie ein aufmerksamer Nutzer sind und auch Zugang dazu haben zu diesen beiden Datenbanken, werden Sie sehen, dass diese Leserinformationen für die Artikel dort zu finden sind. Was weiterhin wichtig ist, und was sehr vorteilhaft ist, dass Sie, wenn Sie ein Mendeley-Profil haben, auch Google auf sich aufmerksam machen können. Also Sie können sofort Mendeley erlauben, dass Google Ihr Profil auch finden darf. Und Sie können auch bestimmte Widgets und solche schönen Buttons auf Ihrer eigenen Webseite einbinden und andere Nutzer quasi auf Ihr Profil bei Mendeley hinweisen. Auch das ist eine Funktion, die natürlich sehr hilfreich ist, insbesondere wenn Sie Ihre eigenen Publikationen bewerben wollen oder bekannt machen wollen. Ich hatte Ihnen versprochen, es gibt eine Vielzahl an weiteren sozialen Netzwerken für Forschende. Ich habe Ihnen hier eine Liste aufgeschrieben. Das sind die, die ich kenne. Ich befürchte, das sind noch nicht mal alle, die es auf der Welt gibt. Also gerne können Sie im Chat auch noch ein paar weitere Tipps teilen. Ich freue mich auch darüber, wenn ich sehe, dass es noch andere soziale Netzwerke gibt. Ich muss sagen, ich bin nur Nutzer von ResearchGate, Xing und Mendeley, also mit denen kenne ich mich so ein bisschen aus. Alles andere ist mir fast zu viel. Ja? Aber auch da müssten Sie im Prinzip mal schauen, klicken Sie sich durch, finden Sie heraus, was Ihnen am besten gefällt. Ich habe noch einen kleinen Punkt da unten hinzugefügt. Das sind Social Bookmarking-Systeme. Im ganz ersten Webinar, wo Robert Jeschke was erzählt hat zum Social Bookmarking, auch in der Wissenschaft, hat er wahrscheinlich Psonomy vorgestellt. Ja, Social Bookmarking-Systeme, wo man im Prinzip Literaturangaben und auch Links speichern kann. Und auch darum formen sich im Prinzip letztlich soziale Netzwerke. Sie sind aber nicht ganz so elaboriert wie Mendeley zum Beispiel oder ResearchGate. Aber um halt diese Liste komplett zu machen, habe ich die auch noch ausgeführt. Auch hier lohnt es sich mal einfach drauf zu klicken.
Wichtig ist, Forschende nutzen diese sozialen Netzwerke nicht, wenn es keinen Mehrwert gibt, ja, von dieser Nutzung. Also einfach nur Facebook bringt es im Prinzip nichts, um die Forschende von Facebook wegzulocken, weil ja, wenn es nichts mehr gibt, dann bleiben sie auch auf Facebook. Und das passiert auch. Ja? Also es ist vollkommen üblich, dass ein Forschender womöglich seine privaten Kontakte auf Facebook pflegt und dann aber auch noch zusätzlich bei Mendeley oder bei ResearchGate unterwegs ist. Manchmal lässt sich diese Nutzung, diese private oder berufliche Nutzung, auch gar nicht so sauber voneinander trennen. Aber wie gesagt, die Mehrwerte, die soziale Netzwerke für Forschende bieten, lassen sich, denke ich, in dieser Liste recht gut zusammenfassen. Sie können natürlich Marketing für sich betreiben in diesen sozialen Netzwerken, also und das nicht nur für sich, sondern auch für ihr Thema. Sie können sich als Experte dort etablieren, indem sie ihre Publikation hochladen, an Diskussionen teilnehmen. Es hilft ungemein, um auf dem Laufenden zu bleiben, über aktuelle Publikationen informiert zu werden. Denn im Prinzip, genauso wie bei Facebook, sie haben diese Timeline, ständig kommen neue Informationen rein, so wie bei Twitter. Ja, sie werden ständig auf die neuesten Studien hingewiesen. Und das eben mit einer ganz speziellen Zielgruppe, nur Forschende. Und nur hoffentlich diesen Informationen, die akademisch für sie relevant sind und diesen Mehrwert bieten. Also Sie können davon ausgehen, dass Sie dort etwas weniger filtern müssen als zum Beispiel bei Twitter oder bei Facebook. Natürlich steht auch hier in erster Stelle die Vernetzung mit Fachkollegen und Kolleginnen. Das ist wichtig, das macht dieses soziale Netzwerk überhaupt aus. Kollaboratives Arbeiten ist manchmal auch auf diesen Plattformen möglich, also dass Sie zusammen zum Beispiel eine Literaturliste erstellen können und so weiter und so fort. Also das ist nur eine Auswahl an Mehrwerten, die akademischen sozialen Netzwerke bieten. Was man nicht vergessen werden darf, natürlich können solche sozialen Netzwerke auch als wissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand benutzt werden. Ja? Also ich beschäftige mich zum Beispiel mit alternativen Metriken für die Wissenschaftsevaluation und da ist es sehr essentiell für mich zu wissen, wie viele Leser gibt es denn eigentlich für dieses und jenes Paper und wie viele Zitationen hat dieses Paper zum Beispiel bei Web of Science oder bei Scopus und das würde ich dann vergleichen und deswegen ist für mich Mendeley in erster Linie ein Untersuchungsgegenstand und gar nicht mal so sehr das soziale Netzwerk. Letztlich kann man aber drei riesengroße Funktionsbündel in diesen akademischen sozialen Netzwerken voneinander unterscheiden. Und zwar helfen die meisten akademischen sozialen Netzwerke beim Interagieren und Austauschen oder beim Publizieren und Verbreiten und beim sich Präsentieren. Wenn Sie sich darüber noch weiter informieren können und vielleicht gleich die Tabelle, die ich Ihnen zeigen will, noch größer anschauen wollen, dann möchte ich Sie gerne auf diesen Link hier verweisen, auf das Handbuch CoScience, wo nochmal ein ganzer Artikel dazu geschrieben ist und wo Sie sich auch nochmal weiter informieren können. Auch hier, also ich hatte ja von Interaktions- oder von Funktionsbündeln gesprochen, interagieren und austauschen, da geht es wie gesagt darum, Netzwerke überhaupt erst herzustellen, also vor allem Nutzerinnen zu folgen, sich zu befreunden und eben dieses Netzwerk aufzubauen. Deswegen ist das hier auch nochmal fett unterstrichen. Es geht darum, Nachrichten zu senden, Statusmitteilungen, Content zu veröffentlichen und noch vieles mehr. Ja, auch hier wieder eine Reihe an Funktionen, die ermöglicht werden bei verschiedensten sozialen Netzwerken. Wir werden das gleich in der Übersicht sehen, welches Netzwerk was kann. Publizieren und verbreiten, auch das wieder. Die Idee, wissenschaftlichen Content einfach ja, zu veröffentlichen, also Volltexte zum Beispiel hochzuladen und das auch wieder zu anderen zur Verfügung zu stellen, also dass andere das auch downloaden können. Natürlich soll es auch darum gehen, Publikationen zu teilen, darüber zu twittern, weiterzuleiten und so weiter und so fort. Oft kann man die verschiedensten sozialen Netzwerke auch noch miteinander verknüpfen und zum Beispiel Tweets automatisch nach Facebook exportieren oder auch von Mendeley wieder ja, nach Twitter zurück tweeten zum Beispiel. Also auch da, die Vernetzungsmöglichkeiten zwischen den akademischen sozialen Netzwerken sind riesig und sollten unbedingt genutzt werden, um eine maximale Reichweite zu erzielen. Das
dritte Funktionsbündel ist natürlich sich präsentieren. Wir hatten das gesehen, das Wichtigste oder der wichtigste Bestandteil eines sozialen Netzwerks ist natürlich das Profil des Nutzers. Und hier geht es darum, ja, zu zeigen, was kann man eigentlich, was hat man, wer ist man, welche Publikation hat man geschrieben und so weiter. Und das hilft wieder, sich zu vernetzen, das hilft, sich als Experte zu etablieren, das hilft auch, von anderen gefunden zu werden. Ja? Und so kommt man einfach auch leichter in Kontakt. Auch da wieder, man muss es ausprobieren, je aktiver Sie sind dort, je mehr Informationen Sie dort bereitstellen, desto mehr Resonanz werden Sie erfahren. Das ist nun diese Übersicht, der verschiedenen sozialen Netzwerke, die ich mir mal angeguckt hatte, im Hinblick auf diese verschiedenen Funktionsbündel. Keine Sorge, wenn Sie das jetzt nicht alles sofort erfassen können oder genau sehen können. Ich möchte Sie auf den Artikel in dem Kurs-Science-Handbuch verweisen, wo Sie sich diese Tabelle nochmal genau ansehen können. Trotzdem möchte ich ein paar Ergebnisse herausgreifen. Und zwar gibt es Funktionen, die fast von allen akademischen sozialen Netzwerken bereitgestellt werden. Und das ist vor allem eben der Upload und Download, oder die Upload- und Download-Möglichkeit von Volltexten, die Angaben von Fähigkeiten und Kenntnissen auf dem eigenen Profil, also diese Selbstpräsentation, und natürlich die Möglichkeit, private Nachrichten zu senden. Also wenn Ihnen das wichtig ist, dann ist es fast egal, was für ein soziales Netzwerk Sie nutzen. Das können Sie bei fast allen der hier ausgewählten sozialen Netzwerke machen. Was dann vielleicht wichtiger ist, ist dann hier diese horizontale, Aufstellung, welches Netzwerk kann jetzt eigentlich am meisten. Und da hat sich herausgestellt, dass ResearchGate im Prinzip 76% der Funktionen, die wir hier als Bündel aufgeführt haben, ermöglicht. Ja? Also fast alle Funktionen, die Sie auf den vorherigen Folien gesehen haben, kann ResearchGate. Also es ist unglaublich mächtig. Also wenn Sie im Prinzip so einen One-Stop-Shop haben wollen, nehmen Sie ResearchGate. Mendeley folgt dann mit ungefähr 64% der Funktionen und LinkedIn als soziales Netzwerk mit eher berufsbezogenen Aktivitäten hat 60% der Funktionen. Ja, also das sind die Top 3 der sozialen Netzwerke, die die meisten Funktionen bieten. Wichtig vielleicht noch zu wissen ist, dass ResearchGate momentan ungefähr 5 Millionen User hat aus dem Bereich Naturwissenschaften, Ingenieurswissenschaften. Mendeley hat so ungefähr 3 Millionen Nutzer und LinkedIn 300 Millionen. Aber es ist klar, denn LinkedIn ist im Prinzip nicht so sehr ein akademisches soziales Netzwerk, sondern ein berufsbezogenes soziales Netzwerk und Sie finden dort auch Industrieanbieter zum Beispiel oder Industriemitarbeiter. Was dann noch hinzukommt, ist im Prinzip, wenn Sie jetzt sich die Funktionsbündel betrachten, also wenn es nochmal darum geht, zu wissen, ich möchte eigentlich hauptsächlich irgendwie interagieren und mich austauschen, dann ist es wieder so, dass ResearchGate das Mittel der Wahl ist. Danach folgt Epernicus, ein französisches Unternehmen. Wenn es um Publizieren und Verbreiten geht, dann ist Mendeley das Mittel der Wahl, gefolgt von ResearchGate und Cite-to-Like, weil man dort einfach am besten Publikationen bereitstellen kann. Wenn es um sich präsentieren geht, also Profile bilden, Netzwerken, dann ist LinkedIn der Sieger der Funktion und dann kommt ResearchGate. Für Sie wichtig ist, es gibt eine Vielzahl von sozialen Netzwerken. Sie müssen aktiv sein, wenn Sie die vernünftig nutzen wollen, wenn Sie das meiste davon auch noch rausbekommen wollen und den positiven Feedback-Loop abgreifen wollen. Machen Sie mit, seien Sie aktiv, füllen Sie alle Felder aus, machen Sie bei den Diskussionen mit, dann bekommen Sie das meiste heraus. Aber auch hier möchte ich Sie darauf hinweisen, gerne nochmal auf dem Artikel das nachzulesen. Und um jetzt ein bisschen den Übergang zu schaffen zu meinen Kolleginnen, wollte ich Ihnen nochmal zeigen, was es bringt, in diesen sozialen Netzwerken zwangsweise sehr sichtbar zu sein. Ist Folgendes, denn vor allem als Forscher, wo Sie wissen, dass Sie mit Zitationen und mit Reputation bezahlt werden sozusagen, hilft es sehr, einfach sichtbar zu sein und seine Publikationen
vor allem auch frei zur Verfügung zu stellen. Wie Sie sehen, ist es so, wenn man Open Access veröffentlicht, dass man 42% mehr Zitationen bekommt. Wenn man seine Daten sogar verfügbar macht, auf die die Forschungsergebnisse beruhen, dann hat man 69% mehr Zitationen. Und wenn man einfach alles kostenlos online stellt, also vielleicht diesen grünen Open Access Weg wählt, dann hat man 157% mehr Zitationen. Also Sie haben einen direkten Mehrwert von dieser großen Öffentlichkeit, die Sie über die sozialen Netzwerke bekommen. Dadurch, dass es aber vielleicht mehrere Isabella Peters auf diesen Mendeley-Seiten gibt oder vielleicht, ich meine, solche Namen wie Müller, Meyer, Schmidt sind vielleicht noch ein bisschen bekannter, werden Ihnen Frau Leis und Frau Hohmann nun erklären, wie sie es schaffen, mit bestimmten Autoren-Identifikatoren ihre Werke auf jeden Fall immer sich zuzuordnen und damit auch noch mehr Sichtbarkeit zu erzeugen. Damit möchte ich gerne abgeben an meine Kolleginnen. Ja, und ich übernehme an dieser Stelle von Frau Peters. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Sonst bitte irgendein kurzes Zeichen geben. Wir grüßen herzlich aus München, wo es heute eiskalt ist und sonnig. Und übernehmen jetzt den zweiten Teil der Veranstaltung und wenden uns dem Thema akademisches Identitätsmanagement zu. Frau Peters hat es gerade schon angekündigt, was machen wir eigentlich, wenn es jetzt vielleicht 2, 3, 4, 5 Personen gibt, die Isabella Peters heißen. Und wir wollen trotzdem gerne herausfinden, wer jetzt genau die Frau Peters war, die heute diesen Vortrag gehalten hat. Das Thema unseres Beitrags ist deswegen einfach die Frage, wie finde ich eigentlich mich oder wie finden andere Personen mich, wenn mein Name häufig auftaucht und wenn in dieser Community, in der ich mich bewege, eben viele Leute auch was Ähnliches tun wie ich selbst. Worum geht es also bei uns? Es geht um die Frage, wie ich als Autor eindeutig identifiziert werden kann und wie ich dazu beitragen kann, dass die Zuordnung zwischen Autor und Werk eindeutig gelingt. Und letztlich geht es damit um die Frage, wie ich die eigene Sichtbarkeit als Autor verbessern kann. Es gibt verwandte Probleme, die wahrscheinlich auch vielen vertraut sind. Wir haben gelesen, es sind auch etliche Bibliothekare dabei, aber auch viele Wissenschaftler heute im Webinar. Dasselbe Thema betrifft im Grunde auch die Identifizierung eines Werks. Also da gibt es solche Diskussionen wie die DOI oder die URN. Und es gibt auch ähnliche Diskussionen, auch in letzter Zeit jetzt verstärkt, wie man eigentlich Institutionen eindeutig identifizieren kann. Also das ist das Stichwort Affiliation in den Datenbanken. Und auch da gibt es so Ansätze, auch da tut sich die Gemeinschaft im Moment noch sehr schwer, eindeutige Lösungen zu finden. Kurz zu den Problemen, die auftreten können. Es sind im Grunde ganz banale Dinge, die passieren können. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Doktorandin, die mehrfach schon publiziert hat und die dann heiratet und ihren Namen ändert. Sie hat im Grunde eine zweite Karriere als Autorin und wird sich möglicherweise schwer tun, diese beiden Publikationskarrieren eben wirklich zusammenzuführen zu einer Identität. Ganz schwierig ist es, wenn man einen Namen hat, der sehr häufig auftaucht, also jetzt nur mal auf den deutschen Kontext bezogen, P. Meyer, Peter Meyer, P. F. Meyer, Peter Friedrich Meyer. Ist es jetzt eine Person, sind es 4 Personen? Schwieriger wird es noch, wenn man bei manchen Datenbanken wie Web of Science die Vornamen abkürzt mit Initialen, dann tut man sich da wirklich sehr schwer. Es gibt Namen, bei denen die Zuordnung von Nachname und Vorname schwierig ist, wie zum Beispiel Wolfgang Thomas. Der Präsident der TU München heißt Wolfgang Herrmann und wir nehmen den immer als Beispiel für diese Problematik. Transkriptionsprobleme können die Situation erschweren. Also jemand, der Müller heißt, der wird es wissen, dass das Ü eben als UE oder als U oder auch möglicherweise gar nicht erfasst wird in Datenbanken. Besonders kritisch wird es für alle Namen, die im nicht-lateinischen Alphabet geschrieben werden. Also Kyrillisch, Arabisch, Chinesisch. Und ein Problem kann auftreten, wenn jemand die Institution wechselt, also die Affiliation, weil man in manchen Situationen, zum Beispiel auch am Web of Science, versucht, den Autor dadurch einzugrenzen, dass man praktisch angibt, in welcher Institution er gearbeitet hat. Wenn diese Person jetzt mehrere Institutionen hatte im Lebenslauf und ich kenne das nicht alles, dann kann es sein, dass mir Publikationen entgehen, weil ich nicht weiß, dass die Person meinetwegen früher in Regensburg oder in Harvard gearbeitet hat. 2 kleine Probleme noch am Rande, die die Situation noch verschärfen. Das ist einmal, dass es in der Zeit des Web 2.0 und auch der Online-Aktivität von Wissenschaftlern
eine ganze Reihe von Medienformen gibt, die aus bibliothekarischer Sicht katalogmäßig gar nicht klar erfasst sind. Also es gibt da nicht wirklich klare Angaben und Konventionen, welche Metadaten man erfasst und wie man die Medienform erfasst. Also nehmen wir einfach einen Diskussionsbeitrag im Internet oder einen Blogbeitrag oder einen Twitter, auch Primärdatensammlungen, Bildarchive und Ähnliches. Und ein zweites Problem kann dadurch entstehen, dass zunehmend Daten in Datenbanken automatisiert übernommen werden. Wir merken das auch bei dem Medienserver der TU München zum Beispiel, dass wir meinetwegen BibTeX Publikationslisten einspielen. Wenn da ein Tippfehler drin ist, dann landet der in der Datenbank, weil es keine intellektuelle Nachbearbeitung dieser Daten gibt. Es gibt viele Lösungsansätze für dieses Problem, die wir im Einzelnen hier gar nicht anführen können. Ich erschlage sie jetzt mit 4 Folien. Wir geben auch den Link dazu. Also wer sich etwas intensiver beschäftigen möchte mit den vielen Möglichkeiten, die es noch gibt und die wir hier gar nicht erwähnen heute, der kann sich gerne auf diesen Seiten umtun. Wir wollen hier nur 4 Möglichkeiten vorstellen, die wir auch als besonders relevant für unsere Wissenschaftler an der TU empfinden und auch hier eben ja empfehlen und in unseren Kursen vorstellen. Das ist einmal die Org-ID, dann ist es die Researcher-ID, Google Scholar und Scopus Author ID. Ich komme jetzt zur Org-ID, die Open Researcher and Contributor ID. Man kann, denke ich, mit Recht sagen, dass sich die Org-ID in den letzten 2 Jahren etwa zu einem quasi Standard entwickelt hat im Bereich der Autorenidentifizierung. Die Org-ID wurde im Oktober 2012 gegründet, hat zurzeit schon deutlich über 1 Million IDs. Wir haben im Dezember die Zahl hier eingetragen, mittlerweile sind es fast 1,2 Millionen. Org-ID ist offen, nicht kommerziell und plattformübergreifend, dazu nachher auch gern noch mehr, und bietet 2 zentrale Angebote. Einmal eine Org-ID, mit der sich jeder Wissenschaftler eben selbst identifizieren lassen kann, und dann Programmierschnittstellen, sogenannte APIs, für die Einbindung der Org-ID in Institutionsumgebungen. Es gibt auch ein Icon zum Download, was man dann nutzen kann, um auf die eigene Org-ID zu verweisen. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das hier aussieht. Also das ist die Org-ID von Martin Fenner. Martin Fenner ist Mitbegründer von ORCID gewesen und war bis 2012 auch Mitglied im Board of Directors. Ist immer noch sehr aktiv auch bei Org-ID. Man hat eben entweder diese 16-stellige Nummer oder man hat einen Link, der direkt dann auf die eigene Seite verweist. So sieht der Org-ID-Account von Martin Fenner jetzt aus. Man kann Namensvarianten hinterlegen und da sehen Sie eben, wie man sehr schön das Problem lösen kann, dass man zum Beispiel durch eine Heirat den Namen verändert hat oder dass man zum Beispiel einen sogenannten Middle Name hat, der abgekürzt wird oder auch nicht. Namensvarianten überhaupt kann man an dieser Stelle hinterlegen. Man kann dort Links hinterlegen zu Blog, zu Twitter, zu Webseiten, zu überall den anderen Medien, wo man sich sonst noch präsentiert. Zum Beispiel der Twitter-Account ist hier sehr wertvoll, weil auf Twitter viele Leute ja nicht ihren Klarnamen nutzen, sondern irgendwelche Alias-Formen und man möglicherweise große Probleme hat, tatsächlich rauszufinden, wer diese Person jetzt eigentlich ist. Man kann dort andere IDs hinterlegen. Das ist bei Herrn Fenner in dem Fall jetzt ISNI, ist auch eine personenbezogene Identifizierungsnummer und die Scopus Author ID. Man kann den Lebenslauf hinterlegen, also mit Education, Employment und einer Biografie. Und dann schließlich Publikationen verzeichnen. Es gibt da diverse Metadatenschemata, die sind sehr weit gespannt. Das ist auch einer der großen Vorteile von Org-ID, die werde ich nachher noch kurz was dazu sagen. Und man kann Links einfügen zum Volltext. Wie lege ich mir eine Org-ID an? Das ist ganz einfach. Ich gehe einfach auf die Seite, registriere mich mit wenigen Daten, füge dann alle Informationen dazu, die ich eben gerne freigeben möchte. Ich kann bei diesen Informationen immer wählen, ob ich die als private einstelle, limited access oder public. Das heißt, ich habe immer die Option, Informationen auch wechselweise wieder sozusagen der Öffentlichkeit zu entziehen oder eben zugänglich zu machen. Und dann kann ich meine Org-ID eigentlich nutzen. Ich möchte jetzt ganz kurz ein paar Punkte noch nennen, die besonders sind bei der Org-ID und die diese Möglichkeit auch sehr wertvoll machen.
Ich glaube, eine Frage kam auch schon da, wie Wissenschaftler definiert werden, und das ist auch eben bei OrgID bemerkenswert. Jeder kann sich eine OrgID machen. Es ist völlig egal, ob man Wissenschaftler ist oder nicht. Also ein Hörfunkredakteur, der Hörspiele schreibt zum Beispiel, kann das genauso machen wie jemand, der Fotosammlungen macht oder irgendwie sonst aktiv ist. Also alle Personen, die irgendwie identifiziert werden wollen, können sich auf der OrgID registrieren. OrgID bietet Medienformen übergreifend die Möglichkeit, Publikationen einzugeben. Es gibt also ganz viele verschiedene Metadatenschemata und ist datenbankunabhängig. Es ist kostenlos. Es bietet keinen Volltext-Server, sondern nur die Möglichkeit, Metadaten einzutragen. Und mittlerweile gibt es sehr gute Austauschmöglichkeiten zwischen OrgID und den großen Datenbanken Web of Science und Scopus. Und man kann über BibTeX-Listen auch leicht Daten importieren, zum Beispiel aus Google Scholar. OrgID hat keine Einbindung, also in die Identifizierungssysteme der eigenen Universität zum Beispiel oder in die Peer-Review-Verfahren oder die Application-Verfahren für Stipendien und Ähnliches. Also Sie sehen hier sozusagen alles, was Rang und Namen hat an Universitäten und auch an Verlagen. Soweit zu diesem ersten Thema und ich übergebe jetzt an meine Kollegin Frau Hohmann. Ja, hallo. Ich würde Ihnen gerne drei weitere Systeme vorstellen zur Autorenidentifizierung. Und das erste davon ist die Researcher-ID im Web of Science. Das ist, wie es auch schon sagt, die Identifizierungssystem im Web of Science. Da gibt es momentan über 300.000 registrierte IDs. Wenn Sie im Web of Science eine Autorensuche gemacht haben, wie vorhin schon erwähnt, kennen Sie ja die Probleme. Deswegen hat also Thomson Reuters 2008 diese ID eingeführt. Jeder kann sich eine Researcher-ID anlegen. Es müssen nicht unbedingt Publikationen im Web of Science verzeichnet sein. Sie müssen sich lediglich registrieren im Web of Science. So, wie sieht das aus? Das ist jetzt also eine Profilseite in Web of Science. Das ist jetzt unser Präsident Wolfgang Herrmann, den wir schon erwähnt hatten. Das sind die Informationen, die Sie da angeben. Sie können selber Keywords angeben, in welchem Fachgebiet Sie unterwegs sind. Und dann kommen eben verschiedene andere Angaben wie Institutionen und so weiter. Ja, welche Vorteile bietet mir das? Also ganz offensichtlich. Es verbessert die Autorensuche und damit die Sichtbarkeit meiner Publikationen. Sie können also weitere nicht in Web of Science verzeichnete Publikationen einpflegen in der Researcher-ID. Nicht ganz unwichtig ist auch, dass Ihr H-Index oder der H-Index von Autoren besser berechnet werden kann, dadurch, dass die Publikationen eben eindeutig zugeordnet werden können mit so einer ID. Und Sie können eine Researcher-ID-Badge, also auch wieder so ein Icon, ich glaube, Sie haben es in der vorherigen Folie, dieses hier, können Sie einbinden auf Ihrer Homepage. Und damit kriegen Sie einen Link zur Researcher-ID mit Ihrem Publikationsverzeichnis. Ja, wie mache ich das? Also wenn man sich hier registriert hat, das war jetzt meine Kollegin, gibt es hier den Link unter My Tools Researcher-ID. Hier kann man sich registrieren. Es gibt auch eine unabhängige Webseite, die heißt researcherid.com. Da kann man sich ebenfalls registrieren. So, das nächste System ist das Pendant zum Web of Science. Zur researcherid ist der Scopus Author Identifier. Eben das gleiche System in Scopus. Im Unterschied zur Researcher-ID wird diese ID vom System vergeben. Das heißt, sobald ein Artikel von einem Autor erfasst worden ist in Scopus, erhält er einen Scopus Author Identifier. Das heißt, Sie selbst können eigentlich gar nicht so viel dafür tun, aber Sie können Ihre Daten korrigieren. Denn die Author-ID basiert auf einer Auswertung von Name, Institution, Adresse, Themenbereich. Da sind eventuell Fehler dabei und die können Sie dann selbst korrigieren.
Was ich noch nicht gesagt hatte, die Researcher-ID kann einen Datenaustausch mit ORCID ermöglichen. Genauso ist es für Scopus. Also wenn Sie eine ORC-ID haben, können Sie Ihre Daten mit der Researcher-ID synchronisieren und genauso mit Scopus. Genauso wie für die Researcher-ID gilt auch hier, dass Sie Ihre Zitationsanalyse verbessern können. Ja, wie sieht das bei Scopus aus? Da haben Sie hier wieder eine Profilanzeige und hier wäre der Link, um eben Daten korrigieren zu können. Ich schaue mir gerade den Chat an, aber da geht es also immer noch um die ORC-ID und wie die finanziert wird. Da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Da scheint ja eine unabhängige Diskussion abzulaufen. So, das nächste ist das Google Scholar Profil. Das scheint ja bei vielen von Ihnen bekannt zu sein, auch wenn es relativ wenige bisher nutzen. Das ist also der Profildienst in Google Scholar. Eigentlich die gleichen Vorteile wie für die Researcher-ID und Scopus. Es gibt bisher noch keinen Datenaustausch mit der ORC-ID, ist aber geplant. Sie wissen ja, wie das aussieht. Wir haben jetzt hier ein Beispiel einer Professorin von der TU, die nicht nur, also der Vorteil hier ist, dass zum Beispiel auch Konferenzbeiträge und andere Publikationsarten verzeichnet werden, eben alles, was ins Google Scholar verzeichnet ist. Eigentlich sehr schön aufbereitet, finde ich. Ja, zitiert von, dann haben wir hier eine Zitationsanalyse und Sie können eben selber verfolgen, ja, wie Ihre Sachen in der Community angenommen werden. Ja, wie kann ich ein Profil selber anlegen? Ich gehe in Google Scholar zu My Citations. Voraussetzung hier ist, dass Sie einen Google-Account haben und Sie brauchen eine akademische E-Mail-Adresse, was dann eine gewisse Diskriminierung von Leuten aus der Industrie beziehungsweise Leuten, die eben nicht an einer universitären Einrichtung tätig sind, nach sich zieht. Ja, jetzt würde ich gerne zusammenfassen, was wir eigentlich empfehlen. Wir sagen, dass eigentlich für alle Autoren bzw. Urheber eine ORC-ID ja, zu empfehlenswert ist. Also wir sind der Meinung, jeder sollte sich die zulegen und sehen das als die wirklich wichtigste Identifizierungslösung. Wenn man im Web of Science gelistet ist, ist es ebenfalls empfehlenswert, sich eine Researcher-ID anzulegen. Und für alle Leute, die in Scopus gelistet sind, sollte man sich die eigene ID anschauen und gegebenenfalls korrigieren. Was Google Scholar betrifft, das ist ja eine eigene Entscheidung, ob man sich da ein Profil anlegen möchte. Ich denke, dass ja, es auf jeden Fall nicht von Nachteil ist. Im Moment, jetzt schaue ich mir gerade diese Frage an. Wie stehen Sie dazu, dass die Forscher für Google eine qualifizierte Datenbank aufbauen? Ich denke, da gehen wir lieber in der Diskussion. Das scheint etwas tiefer gehender zu sein, würde ich gerne eigentlich später drauf eingehen. Ja, da kommt ja dann noch eine Frage auch zu den akademischen Netzwerken. Ich denke, da können eigentlich wir alle dazu was sagen. Ja, dann würde ich jetzt unseren Teil beenden. Willkommen zurück in die Diskussionsrunde. Vielen Dank zunächst mal Isabella Peters, Caroline Leis und Tina Hofmann für die sehr informativen Vorträge. Das war super interessant. Ich möchte, bevor wir in die Fragen und Diskussionen starten, zunächst noch mal zwei, drei kleine Informationen zwischendurch geben über diese Veranstaltung hier. Möchte ich obligatorisch an dieser Stelle eigentlich kurz darauf hinweisen, dass
diese Veranstaltungsreihe, die Open Video Lectures, die wir als Open Science Lab an der TIB Hannover machen, nicht möglich wären ohne die Förderung durch das EU-Programm Foster Open Science. Das sind die komischen Logos, die Sie hier im Hintergrund sehen. Das ist also Open Video Lectures und das mit der Sonnenblume, das ist Foster, genau. Ohne die ginge es gar nicht. Dafür nochmal herzlichen Dank. Des Weiteren eine Frage, die immer wieder kommt, deswegen gleich nochmal betont, kommen wir an die Folien? Ja, die Folien sind sehr informativ. Natürlich kommen Sie daran. Die Folien und die Aufzeichnung der kompletten Veranstaltung hier gibt es dann sehr zeitnah auf der Website von den Open Video Lectures, werden Sie da sehen. Sie können sich dort übrigens auch eintragen und sind dann so eine Art Verteiler, wo Sie sich in großen Abständen locker auf dem Laufenden halten wollen über Veranstaltungen dieser Art. Das ist recht beliebt, kann ich Ihnen empfehlen, tragen Sie sich ein, ist gut. Last not least, weil darauf in den Vorträgen jetzt auch mehrmals Bezug genommen wurde, vielleicht haben Sie sich schon gefragt, was ist dieses Handbuch Co-Science? Es ist also so, dass wir tatsächlich diese Open Video Lectures gestartet hatten, nachdem wir im Laufe des Jahres 2014 ein Handbuch aufgebaut haben, an dem unter anderem die hier Vortragenden auch sich beteiligt haben als Autoren, wo Sie Kapitel zu genau diesen Themen finden. Und das wäre kein Co-Science-Handbuch, wenn es nicht komplett auf Wiki-Basis wäre, ständig weiter wächst und auch interaktiv ist. Das heißt, Sie können Ihre Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen im Handbuch hinterlassen. Und das wird dann hoffentlich von den Autorinnen und Autoren aufgegriffen. Möglich ist es jedenfalls und nutzen Sie diese Möglichkeiten. Wenn Sie Lücken entdecken und denken, dass irgendein Kapitel zu einem wichtigen Thema fehlt, können Sie uns das natürlich auch gerne mitteilen und dann machen wir das, können wir das vielleicht machen. So, jetzt gehen wir über zur Diskussion. Ich hoffe, ich bin immer noch halbwegs zu hören. Ich sehe da im Chat, dass von einem Nachhall die Rede ist, aber es scheint ja irgendwie zu gehen. Gut. Ich möchte jetzt mal anfangen mit einer Frage, die sich an Isabella Peters richtet. Ja. Ich mache das so, ja, genau. Ich hoffe, ich bin immer noch zu hören und zu sehen, ja. Und zwar war da die Frage, ob es bei Netzwerken wie Mendeley eigentlich so ist oder ResearchGate oder so, dass sich da nur Akademiker anmelden oder ob da ähnliche Abläufe zu beobachten sind wie bei Xing oder Facebook. Isabella, vielleicht kannst du darauf eingehen, auf die Frage. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, man kann mich auch hören. Wunderbar, ich kriege das Zeichen. Ja, also es ist so, dass im Prinzip bei diesen akademischen sozialen Netzwerken dadurch Mehrwert erzeugt wird, dass man bestimmte Workflows, die in der Wissenschaft eine Rolle spielen, auch abbildet, dass sich dadurch nur Wissenschaftler eigentlich dort anmelden. Denn, Otto Normalverbraucher, der im Prinzip keine Literaturlisten zu pflegen hat, wird einfach nicht bei Mendeley zu finden sein. Natürlich kann man nicht ausschließen, dass vielleicht auch mal ein paar Firmenvertreter oder so mit dabei sind. Aber im Prinzip ist es erstmal so, dass eigentlich nur Wissenschaftler auch auf diesen Netzwerken zu finden sind. Es kam auch eine Frage, was für Nutzergruppen denn eigentlich wo sind. Das ist ein bisschen schwierig rauszufinden. ResearchGate gibt zum Beispiel seine Daten überhaupt gar nicht frei. Deswegen weiß man nicht so richtig, wer tummelt sich da eigentlich. Man kann jetzt nur darauf vertrauen, auch auf die Infos, die ResearchGate in Pressemitteilungen oder so selbst rausgibt. Und die haben halt gesagt, dass sie besonders viele Ingenieurswissenschaftler, Naturwissenschaftler haben. Bei academia.edu oder zum Beispiel Mendeley sind aber auch mehr Sozialwissenschaftler und so zu finden. Also Mendeley hat im Prinzip die heterogenste Nutzergruppe, während ResearchGate eben sich mehr auf die harten Wissenschaften spezialisiert. Mein Tipp für Sie ist, wenn Sie sich für so ein Netzwerk interessieren, lurken Sie erstmal, also tummeln Sie sich erstmal da ein bisschen rum, schauen Sie, ob Sie auch wirklich die Community dort finden, die Sie gerne ansprechen wollen, finden Sie die Literatur, die Sie brauchen und dann nutzen Sie eben dieses, wo Sie das am besten finden. Also es hilft nichts, einfach jetzt nur der breiten Masse hinterherzulaufen, es sei denn, natürlich Ihre Community ist die breite Masse und Sie finden Sie schon bei Mendeley, dann ist auch das okay, aber suchen Sie das Netzwerk aus, was Ihnen am wenigsten Mühe kostet und wo Sie Ihre Community, Ihre Paper eben auch finden. Das ist der Tipp. Okay, danke Isabelle. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich also die Forscher, deren Arbeit ich so interessant finde, dann stalken in solchen sozialen Netzwerken. Ja, alles klar, gut. Dann haben wir den Punkt.
Dann gibt es eine Frage, die ein bisschen eine Brücke schlägt zwischen den beiden Vorträgen, die gehalten worden sind, nämlich eigentlich die Frage nach der Verknüpfung von Daten aus verschiedenen Netzwerken, also die Verknüpfung von Daten aus Mendeley mit Scopus, die natürlich was damit zu tun hat, dass beide den gleichen Eigentümer haben. Also wir hatten hier im Hintergrund schon die ganze Zeit eine lebhafte Chat-Diskussion über die Eigentumsverhältnisse zwischen diesen Netzwerken. Und diese Frage würde ich gerne gleich ein bisschen erweitern, nämlich, also wir hatten jetzt im Chat schon rausgearbeitet, dass bei Einrichtungen wie Orchid natürlich auch viel Geld im Spiel ist. In diesem Fall, obwohl die kommerziellen Publisher daran stark beteiligt sind, die Daten aber sozusagen frei zur Verfügung gestellt werden, also die Daten werden in bestimmten regelmäßigen Abständen unter einer sehr, sehr offenen Creative Commons Lizenz der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Während bei zum Beispiel einem Anbieter wie ResearchGate es so ist, dass man Terms zustimmt, in denen sinngemäß drin steht, die Daten gehören dieser Firma und die entscheidet allein, was damit passiert. Die Perspektive, Isabella, vielleicht möchtest du mal noch mal darauf eingehen, wie ist es aus der Sicht von jemandem, der solche Netzwerke erforscht, also die Verfügbarkeit der Daten, spielt das irgendwie eine Rolle, kommt es vor aus der Perspektive einer Forscherin, die sich also damit beschäftigt, was sich in diesen Netzwerken abspielt? Selbstverständlich. Also wenn ich an die Daten nicht rankomme, dann kann ich die Nutzung auch nicht erforschen, ganz klar. Es ist so ein bisschen zwiegespalten letztlich, dass man, wenn man Mendeley oder Facebook oder sonst was nutzt, dass man dann den Terms and Conditions von dieser Firma zustimmt, alle Daten dort zur Verfügung stellt, die abtritt, die Rechte daran, und man kann sie selbst aber der Wissenschaft nicht mehr zur Verfügung stellen. Ne? Das geht dann eben nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich, deswegen auch die Frage, die hier auch im Chat gestellt wurde, was sind Stärken und Schwächen von bestimmten sozialen Netzwerken oder sowas. Ja, wie gesagt, wenn ich nicht an die Daten rankomme, dann kann ich das auch nicht wirklich unabhängig erforschen. Aber natürlich sind diese Daten das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, dass diese sozialen Netzwerke überhaupt Geld verdienen. Ne? Also Twitter stellt zum Beispiel nur 1% des täglichen Volumens an Twitter-Nachrichten zur Verfügung, was sie runterladen können. ResearchGate macht ganz zu, sie kommen an gar nichts dran. Das ist wirklich unglaublich. Facebook, man mag es kaum glauben, da könnten sie eigentlich noch relativ viel recherchieren. Also alle diese Nachrichten, die öffentlich gekennzeichnet sind, könnten sie nachrecherchieren und runterladen. Mendeley hat auch eine sehr offene API und man kommt auch an recht viele Informationen dran. Ja, aber wenn ich im Prinzip wirklich wissenschaftlich rausfinden möchte, wie viel ist zum Beispiel auch ein Leserwert oder ein Tweet, wenn es darum geht, eben alternative Metriken in der Wissenschaftsevaluation zu bewerten, dann brauche ich erstmal die Daten und müsste eigentlich Zugang bekommen. Okay, vielen Dank. Leider sind wir mit der Diskussionszeit so knapp, dass ich jetzt schon wieder sagen muss, auch Ihnen allen dreien ganz herzlichen Dank für das geduldige Beantworten der vielen spannenden Fragen. Ich habe so das Gefühl, dieses Thema und das, was Sie vorgetragen haben, damit hätten wir auch locker jetzt 2 Stunden füllen können oder so, aber irgendwie muss man sich selbst ja auch eine Begrenzung setzen. Und ich glaube, dass wir inhaltlich eine sehr interessante Überleitung schon haben zu der Veranstaltung in der nächsten Woche. Am 11.2. wird es um das Thema gute wissenschaftliche Praxis gehen. Dann mit Birgit Schmidt und Margot Bargeer von der SUB Göttingen, die hier in Hannover an der TIB sein werden. Und da wird es eben genau wieder um diese Frage gehen. Ja? Also es geht nicht nur um das Forschen und Publizieren im Gutenberg-Zeitalter, Post-Gutenberg-Zeitalter, sondern eben auch um solche Fragen, was hat Open Data, was hat Openness vielleicht damit zu tun, und dann die Frage, ja, wie und unter welchen Konditionen kommt man an die Daten ran. Und ich denke, wir können den Chat hier, weil das gerade so lebendig ist, noch eine Weile nach der Veranstaltung geöffnet lassen. Möchte mich aber, was den Videofeed und die Veranstaltung als solche angeht, jetzt schon mal ganz herzlich verabschieden. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Tragen Sie sich sonst auf unserer Website noch als Interessent ein. Und wir hören uns dann vielleicht nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.